Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das sollte eigentlich das März-Video werden. Und ich habe diese Botschaften, also Uno, Due, Tre, Quattro, sehr, sehr freudig, leicht und intensiv mit einer riesigen Hoffnungs-, Liebes-, Heilungswelle. Jetzt wird mir gerade was klar. Empfangen vor, ich habe das Zeitgefühl nicht, ich sage jetzt mal vor 3 Tagen. Ja, das waren vor 3 Tagen. Und vor 2 Tagen ist dann was passiert. Und ehrlich gesagt, ich habe mir wirklich überlegt, ob ich das jetzt mit dir teilen soll. Weil es mich auch etwas verunsichert hat. Und ich habe aber dann gestern einerseits von einer lieben Freundin und dann auch tatsächlich von einer fremden Verkäuferin eine so schöne Botschaft bekommen. Also, guckt euch mal meine Pupillen an. Man sieht es jetzt fast nicht mehr. Also ich sehe jetzt nicht scharf momentan. Ich hatte eine Pupillenerweiterung, weil ich einen kleinen Notfall hatte. Ich habe momentan eine Glaskörperabhebung im linken Auge. Und wie das geschehen ist, ich weiß nicht, ob das das März-Video wird. Wahrscheinlich nicht. Das wird wahrscheinlich ein anderes Video. Scheiße. Entschuldigung. Wir haben Vollmond heute. Es ist ein Vollmond. Das ist es. Es ist Vollmond. Oh Mann, es ist ein Vollmond-Video. Und zu Vollmond passieren viele Sachen. Und jetzt, ich fange jetzt mit dem an. Jetzt kommt auch ein Energieschub, weil es auch mit vielen mit euch zu tun hat, weil viele Sachen vorkommen können im Lichtkörperprozess, im Reinigungsprozess. Ich fange jetzt mal am Schluss an und dann erzähle ich zum Anfang. Und dann kommen wir zur Vollmondbotschaft, Vollmondenergie. Die Verkäuferin gestern, ich hatte noch einen Gutschein für ein paar Jeans zu kaufen. Ich wollte eng anliegende, sexy Jeans holen, zum Tanzen zu gehen. Ich war gestern tanzen, das ging gut mit dem Knie. Habe mir aufgeschrieben, ich erzähle euch endlich mal wegen dem Knie. Ich vergesse es auch nicht. Und sie sagte mir, als ich ihr das erzählt habe, dass das ganz viele hätten. Und jetzt kommt's. Sehr viele hätten eine Glaskörperabhebung. Ich erzähle gleich auch, was das ist. Durch die Impfung. Gut, ich bin jetzt nicht geimpft, aber ein Arzt hätte ihre Freundin, die das auch gerade hätte, gesagt, das könnte eine Nebenwirkung der Impfung sein. Da seht ihr mal den Fortschritt, den wir jetzt sehen. Vor 2 Jahren hätte kein Arzt hier irgendetwas wegen einer Nebenwirkung, wegen dem Impfen gesagt. Und dass ihre Yogalehrerin auch irgendwie erzählt hat, dass momentan, das zitiere ich jetzt und ich gehe danach auch noch intuitiv rein, um das zu überprüfen, dass momentan die Urältesten, die Ältesten, wirklich das Allerälteste jetzt nochmal hochkommt. In Form von Schmerzen an dem Körperort, wo irgendetwas mal war. Gut. Ich weiß jetzt nicht, was deine Sachen sind. Ich kann jetzt einfach nur aus meiner Sachen erzählen. Ich hatte letztes Jahr mein Herz, Verdauung irgendwie, geht wegen dem Essen. Mit dem Knie hatte ich es. Hatte mir vor 2 Jahren noch die Wirbelsäule gebrochen. Das sind uralte Themen. Das Knie habe ich ja auch schon seit dem 17. Lebensjahr, also 16., 17. Lebensjahr. Und ich hatte eine Verletzung und jetzt. Bitte lacht jetzt nicht. Ich hatte eine Verletzung vor 15 Jahren, weil ich einen Aufschnitt gekauft hatte, einen Fleischaufschnitt. Ich glaube damals noch für den Vater der Kinder oder einer meiner Kinder, die noch Fleisch aß, ich weiß es nicht. Und habe, als es durch die Kasse ging, beim Einpacken habe ich die vakuumierte Fleischpackung genommen und mir das Auge einen Schnitt gemacht. Eingeschnitten.
Vielleicht war ich böse, weil ich das Fleisch gesehen habe und war bewertend. Ich weiß es bis heute nicht, was es war. Jedenfalls dieser Schnitt im Auge, habe ich das Gefühl, dass das jetzt wieder nochmal hochkommt, weil ich habe monatelang, fast ein Jahr lang, hatte ich Schmerzen daran, bin aber nicht zum Arzt. Und ja. Und vor 2 Tagen ist dann Folgendes geschehen. Ich sah die ganze Zeit auf der linken Seite Blitze und einen Schatten, so irgendwas, wie wenn irgendwas rumfliegt, so schwarze Punkte. Also es sind nicht immer Orbs, es sind auch nicht immer Lichterscheinungen, auch wenn du hellsichtig bist, sondern es kann auch was Physisches sein. Und zwar, ja, und ich saß da im Kaffee und dachte, ist irgendwie komisch, und dachte so intuitiv, ich habe da einen Optiker nebendran, gehst du mal gucken. Und bin dann zum Optiker und habe die Symptome beschrieben, da war es schon 4. Da hat er mich angeschaut, hat gesagt, bitte gehen Sie jetzt zum Arzt. Und ich bin ja der Hypochonder schlechthin, aber da habe ich mir jetzt wirklich nichts gedacht und dachte, okay, ja, gehen Sie jetzt zum Arzt. Und ich so, okay, da hat er mir eine Liste gegeben, mit dem Arzt, ohne anzurufen, einfach vorbeizugehen. Um 16:30 war ich dann dort. Um 17:00 schließen sie. Ich beschreibe die Assistentin, was ich für Symptome habe. Da sagt sie, sind Sie mit dem Auto da? Und ich so, ja. Sie müssen abgeholt werden. Ich so, was machen die jetzt für ein Theater wieder? Und dann hat sie ein Bild gemacht, ein Bild von den Augen und auch einen Test irgendwie. Und dann kam der Arzt und da hat er mir Tropfen reingegeben. Er hat gesagt, jetzt sehen Sie mal, bis morgen nicht gut. Gut, das ist jetzt schon der zweite Tag, jetzt ist der zweite, dritte Tag und ich sehe immer noch nicht gut und die Pupillen sind immer noch weit. Sehe immer noch aus, wie wenn ich ein Stone wäre. Bin ich Stone. Und das ist eine Pupillenerweiterung. Und dann hat er mir einen riesen Vortrag gehalten über den Glaskörper und über das Auge und ich dachte, was redet er jetzt so? Da sagte er, auf dem ersten Bild sieht es aus, wie wenn der Glaskörper bereits abgegangen ist und es an die Netzhaut geht. Und ich so, okay, irgendwas hat einen Alarmglocken, so Netzhaut, Erblindung. Okay, dann wurde ich mal etwas ruhiger. Nach einer halben Stunde nach diesen Tropfen, wo es um die Pupillenerweiterung geht, dann wurden meine Pupillen riesig groß, hatte dann eine Untersuchung gemacht, das war absolut schmerzfrei, einfach unangenehm, weil ich so ins Licht schauen musste, hatte dann gesagt, der Glaskörper ist nicht abgegangen, aber es ist eine Glaskörperabhebung, dass der Glaskörper ist der flüssige Teil oder irgendwie, keine Ahnung, um das Auge herum, was zwischen der Netzhaut und noch was liegt. Ich komme nicht raus, ich war noch nie beim Augenarzt. Und dann hat er gesagt, das müssen wir schon therapieren und anschauen. Er hat dann auch ein paar, so wie Narben gesehen, das war eben von dem Schnitt wahrscheinlich. Und habe jetzt tatsächlich Cortisontropfen bekommen. Und ich bin wirklich, ich kenne mich, ich nehme sonst nicht mal Schmerz mehr, ich nehme keine Medikamente. Aber da habe ich gesagt, okay, nehme jetzt aktuell 5 Tropfen, 5 Tropfen Cortisontropfen rein und irgend noch was zum Befeuchten. Und dann gucken wir ja in 1,5 Wochen wieder weiter, wie es dann aussieht. Ja, also das war so, warum jetzt schon wieder? Was? Und dann hat meine Freundin gesagt, Nancy, du löst dich nicht auf, nur weil du jetzt in 1,5 Wochen 50 wirst, hat das nichts mit dem Alter zu tun. Gut, der Arzt hat mir schon gesagt, es hat mit dem Alter zu tun, aber ich habe dann wirklich angefangen, so ein bisschen zu zweifeln und sie hat mir dann gesagt, nein, es ist alles gut, du bist einfach dich am Erneuern in einer Metamorphose und schlussendlich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was los ist. Ich teile es einfach mit dir, ohne etwas zu wissen. Ja, komisches Video. Sitze ich hier mit meinen Download-Energien und einer wunderschönen Märzbotschaft. Ich mache die sonst morgen.
Ja, ich war dann gestern tanzen. Und jetzt reden wir mal von den positiven Sachen. Mein Knie geht's besser. Mein Knie geht's wirklich besser. Einerseits dank der Tochter meiner Freundin und nehme da tatsächlich auch ein Knorpelaufbaumittel, das heißt, glaube ich, Chondrosol oder so. Das hatte ich vor 20 Jahren schon mal, das ist echt gut. Mache jeden Tag Workouts und ich habe etwas Gigantisches rausgefunden wegen dem Knie. Barfußschuhe. Mir tut es unglaublich gut, den Ballengang zu gehen, auch mit den normalen Schuhen. Und habe gemerkt, dass ich halt die letzten Monate auch, ich war sehr viel laufen, auch mit meinem letzten Partner und habe immer diesen Fersengang gemacht und dann hat es mich voll reingeschossen ins Knie. Und wenn man normal läuft, dann merkt man das halt. Und bin jetzt die letzten Tage mit den Barfußschuhen gelaufen. Und vielleicht fange ich auch wieder mit dem Barfußlaufen an. Und merke einfach, wie gut mir das tut. Und auch einfach das anzunehmen, was ist. Und Leute, ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Jetzt weiß ich nicht, was ich mit diesem Video machen soll. Das ist auch keine Mondbotschaft. Es ist Vollmond heute. Okay, ich bin jetzt voll im Ego, merke ich, und voll im menschlichen Drama. Ich sage jetzt mal den Leuten danke für die Unterstützung des Kanales. Und dann gucke ich, ob da vielleicht doch noch was Spirituelles kommt. Oder irgendwas Bewusstseinserhöhendes, weil die Botschaften, die waren toll, die gekommen sind. Ja. Eben, da super, da steht das erste Punkt. Ego versucht an Kraft zu gewinnen. Ablegen der Form hilft. Immer wieder die Geschichte zu vergessen, das hilft mir schon. Auch jetzt zu vergessen, ich benenne sie, ich habe diese Krankheitsgeschichte, ich bin in diesem Alter und einfach mal alles zu vergessen und einfach mal wieder im Jetzt anzukommen. Und ich sage einen herzlichen Dank an Claudia G. Und dann total süß, The Voice of Animal hat mir auch eine Spende gegeben. Ich habe an einer Demo teilgenommen für eine Basler Fasnacht ohne Pferdekutschen. Ich bin kein Demogänger mehr. Ich war mehr so die Stille. Manchmal habe ich mich da zwar zu Sprüchen hinreißen lassen, dass das Ego kam, aber ich war eher eine stille Teilnehmerin, auch um Oliver Bierli. Hast du Oliver? Ja, Olivier Billy, der Initiant zu unterstützen, der seit so vielen Jahren mit seiner Frau zusammen sich für so viele Tiere einsetzt und auch einen Gnadenhof hat. Und ich verlinke unten mal was. Und das ist einfach meine Wertschätzung für seine Arbeit. Und dann haben wir einfach in Basler Elisabethenanlage standen wir da mit unseren Schildern. Und es gibt immer weniger Pferdekutschen. Und ich hatte noch nie so viel Zuspruch von den Menschen, dass sie gesagt haben, ja, stimmt. Ich habe auch gesagt, genießt die Fasnacht. Wir wollen euch nichts wegnehmen. Kein Spaß. Wir möchten einfach, dass man die Tiere draußen lässt. Auch die Hunde nicht mitnehmen. Oder Kinder nur mit Kopfhörer. Oder einfach etwas Rücksicht auf die empfindlicheren Wesen unter uns. Das ist alles. Und dafür danke ich The Voice of Animal für die Spende. Und dann noch Dank an die Eleonore P., Martina W., Klaus Christian V., ich sehe es fast noch nie, Sabine St., also ST, und Eliane Sch. C. besonderen Dank. Hat mir auch schon ein paar Spenden gegeben und ich danke euch dafür. Das ist mehr ein Tagebuchvideo gerade. Ich schaue, ob ich es jetzt hochlade. Ich weiß es jetzt noch nicht. Ich glaube schon. Es ist ein Vollmondvideo. Ich lade es jetzt mal hoch. Da kommt nichts mehr. Ich bin leer. Ich liebe dich. Danke. Ja. Und danke für die Post. Da hat mir schon mal wieder jemand was geschickt, die liebe Andrea, für eine Kniebehandlung. Danke, danke, danke. Nachtrag.
Ich hoffe, das war jetzt kein frustriertes Video. Vielleicht mache ich jetzt noch eins hinterher. Vielleicht wollte ich es einfach loswerden. Ich bin auch ein Mensch. Es tut mir auch manchmal gut, einfach etwas zu teilen. Ich hatte gestern auch noch eine sehr schöne Begegnung beim Tanzen. Daraus wird auch nichts, weil der ist verheiratet und habe ich auch gesagt, ich flirte mit niemandem, der verheiratet ist. Aber da war so eine schöne menschliche Verbindung auch, dass es einfach nur gut getan hat, sich einfach auszutauschen. Das darf auch sein. Ja. Ich bin voll emotional. Ich höre jetzt auf, sonst fange ich an zu flennen. Bis später.